When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better. So, ich habe jetzt ein bisschen YouTube, bei YouTube-Videos bearbeitet mit meiner neuen Hightech-Gamer-Tastatur und Maus. Ja, sieht schon schick aus. Hat sich Alexandro schön ausgesucht. Ja, jetzt gerade eben habe ich mich mit dem DHL-Zusteller ein bisschen in den Haaren gehabt, denn mein Fernseher ist heute gekommen. Ich habe ja den Fernseher hier bestellt und ja, die Halterung ist auch gekommen. Dann habe ich gerade noch die Bohrmaschine und so weiter von der Pizzeria unten mir ausgeliehen. Ja, und ich hatte mich gerade, also dieser DHL-Fahrer, eigentlich kommt hier einer immer hin, der ist richtig, richtig nett und der bringt doch alles hoch. Ich wohne ja in der zweiten Etage. Und jetzt gerade ist das ja mit Corona so, dass man ja nicht unterschreiben muss und so weiter, ne? Naja, jedenfalls klingelt er, Paketpost. Ich so, ja, hier oben. Ja, kommen Sie runter. Ich so, nein, das ist der Fernseher. Ich habe es ja schon gesehen, dass der Fernseher ist. Ich so, bringen Sie den bitte hoch. Ich kann den ja nicht hochtragen. Ja, ich kann den auch nicht hochtragen. Ich so, bitte? Entschuldigen Sie, ich will ja nicht unhöflich sein, aber das ist Ihre Arbeit, meinte ich zu ihm. Wäre es ein kleines Paket, wäre es kein Problem für mich, habe ich ihm gesagt. Na, dann komme ich runter, unterschreibe. Gut, man muss ja zurzeit nicht unterschreiben. Aber generell meine ich, unterschreibe und nehme das Paket an. Er sagt, nee, tut mir leid. Ich so, Entschuldigung, Sie müssen es. Es ist Ihre Arbeit. Ich, wie gesagt, ich will nicht unhöflich sein, aber Sie können jetzt nicht sagen, Sie machen das nicht. Ne? Weil es ist Ihre Arbeit und ich bitte Sie, der Fernseher ist schwer, ich kann ihn nicht hochtragen. Dann habe ich ihm gesagt, von mir aus können wir den auch zusammen hochtragen. Nein, Lieferung, Freibordsteinkante. Ich so, Entschuldigung, also ich wurde dann richtig laut, die ganze Nachbarschaft hat mich gehört, ich lasse mich doch nicht verarschen. Entschuldigung, ich so, es ist ein Fernseher von Amazon, es ist nicht lieferungsfrei Bordsteinkante. Wollen Sie mich verarschen? Ich so, es ist Ihre Arbeit, wie ist Ihr Name? Ich so, sofort, wie ist Ihr Name? Der so, ja, ich kann nicht, ich habe Knieprobleme. Ich so, wollen Sie, ey, ich bin ausgerastet, ich bin dem hinterhergelaufen. Ich habe gesagt, es wird Konsequenzen geben. Also es tut mir leid. Ich hab wirklich gesagt, ich habe vollstes Verständnis. Sie haben vielleicht viel mehr zu tun jetzt wegen Corona und so weiter. Aber es ist Ihre Arbeit. Sie müssen mir den hochtragen. Ich kann den nicht hochtragen. Hätte mir einfach unten stehen gelassen und ist weggegangen. Ich habe ihm gesagt, tut mir leid. Also das muss ich melden. Das geht gar nicht, Leute. Das geht gar nicht. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Das ist einfach unfair. Es ist doch deine Arbeit. Wäre es ein kleines Paket, kein Problem. Hätte ich angenommen, ne? Aber es ist ein Fernseher, der wirklich schwer ist. Ja, letztendlich habe ich den jetzt mit meinem Nachbarn hochgetragen. Aber ich fand das wirklich eine Sauerei. Also das war wirklich unfair von dem. Naja, egal. Ach, shit happens. Es gibt ja momentan Schlimmeres. Ja, Alexander möchte jetzt bunte Nudeln haben. Ich habe ja letztens diese Nudeln von Metro gekauft. Viel zu teuer. 3 Kilo für 10 Euro. Aber er wollte die unbedingt haben. Ja, habe ich ihm die jetzt gekauft. Und jetzt werde ich ihm die machen. Ich weiß nicht, warum meine Herdplatte ab und zu ausgeht. Das nervt mich dermaßen. Ab und zu geht die dann automatisch aus. Das ist total sinnlos. Ja, ich werde jetzt noch meine gestrigen Überreste essen, ein paar Nudeln dazu. Ja, mehr habe ich jetzt gerade nicht zu berichten. Ja, meine Lieben, wir haben jetzt Viertel nach acht. Und im Fernsehen läuft wirklich nur noch Corona, Corona, Corona. Jeder Fernsehsender irgendwie, wie gehe ich mit Corona um? Wie geht es mir in der Corona-Zeit? Wir sprechen über Corona, Corona-Krise, Corona-Finanzen. Wie schütze ich mich vor Corona? Ich will keinen Fernseher gucken. Aber ich habe hier extra einen Fernseher jetzt für Schlafzimmer bestellt. Und ich habe gerade keinen, der mir den an die Wand macht. Selbst ist die Frau. Ich versuche mich jetzt hier durchzuwursteln. Ja, es fehlt ein Mann. Es fehlt ein Mann im Haus.
Ich hasse sowas. Also das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber okay, ich gucke mir jetzt die Gebrauchsanweisung an. Das ist nämlich so eine, das habe ich ja auch von Amazon bestellt. Das ist so eine bewegliche, voll bewegliche TV-Wandhalterung. Eigentlich brauche ich das fürs Wohnzimmer, aber nun ja, ich mache das jetzt ins Wohnzimmer, ja. Ins Wohnzimmer, ins, mein Gott, ins Schlafzimmer dran. Und jetzt muss ich erstmal hier mit den ganzen Sachen klarkommen. No way, ich krieg's nicht hin. Ich krieg das einfach nicht hin. Ich habe es in die Ecke geschmissen und habe meinen Nachbarn gefragt, von der Pizzeria, ob er mir das machen kann. Ich habe ihm auch Geld angeboten, hat er gesagt, never ever, nie im Leben. Ich mache dir das gerne morgen. Und ja, der kann das, der meinte, das ist überhaupt kein Problem. Gut, also ich werde jetzt, ich habe von heute Mittag noch einen Bauernsalat, den werde ich jetzt zu Abend essen. Und jetzt werde ich aber schon mal den Fernseher auspacken und den schon mal installieren, weil ich muss auch Saturn runterladen. Von da aus gucke ich Fernsehen. Und dann habe ich mir jetzt schon mal provisorisch die vom Esstisch die Bank hingestellt, damit wir ja heute Abend mit Alexandro schon mal hier chillig Fernsehen gucken können. Schon mal provisorisch. Leider reicht das Kabel nicht, um den Fernseher mittiger zu stellen. Und jetzt Chili Milli. Ja, jetzt muss ich den einmal einrichten. Man kann hier cool Fernsehen gucken. Ich freue mich. Guten Morgen. Heute ist Dienstag, heute ist Dienstag. Und ich freue mich, heute Abend gibt es Höhle der Löwen. Das gucke ich gerne. Ja, heute machen wir einen chilligen Morgen. Ich habe Alexandro jetzt Frühstück gemacht. Und guckt euch mal den Herrn jetzt an. Moment. Mein Kind macht einen chilligen. Bitte schön, dein Frühstück. Hallöchen. Heute ist Mittwoch. Oh, Leute, ich hasse meinen Heuschnupfen. Heute ist der extrem. Heute läuft meine Nase extrem. Ich muss die ganze Zeit putzen. Ich niese zwischendurch. Die ist auch rot. Ah, das nervt, ja. Bleibt aber nicht aus um die Jahreszeit. Ja, was habe ich bis jetzt gemacht? Ich habe heute Morgen, ja, saß ich ein bisschen am PC. Was habe ich noch gemacht? Dann habe ich hier die Küche ein bisschen aufgeräumt und danach bin ich mit dem Auto zur Waschstraße. Ich war so froh, dass die geöffnet hatte und habe das Auto einmal volles Programm für 20 Euro sauber gemacht und dann auch noch innen drin gesaugt. Jetzt habe ich gerade die Fußmatten in der Waschmaschine, aber ich muss gleich noch mein Waterlöschhein, mein Helfer für alles. Genau, das muss ich nämlich noch. Ich weiß, ich zeige euch das immer wieder, aber Leute, es ist einfach ein Helfer für alles. Mit einem Mikrofasertuch mache ich gleich noch. Ich wollte nämlich mit Alexandro gleich noch raus. Wir wollten ein bisschen Frisbee spielen. Eigentlich müssen wir noch so Tennisschläger holen und so. Ich weiß gar nicht, ob Action offen hat. Gehen wir gleich mal gucken. Dann holen wir noch ein paar Freizeitaktivitätssachen. Ja, und dann will ich halt mit Waterlöschhein noch einmal meine Scheiben sauber mache, weil das ja schön abperlt. Ja, heute, ich habe ein bisschen Pizza gefrühstückt. Zum Mittag habe ich noch nicht gegessen. Alexander hat auch Pizza gefrühstückt. Wir haben gestern Abend noch Pizza bestellt und Netflix geguckt. Und jetzt gerade hat er noch Vanillepudding gegessen. Ich habe gestern Abend noch Vanillepudding gemacht. Also so richtig gekocht habe ich heute nicht. Und meine Bikinis sind gekommen. Rechtzeitig zum schönen Wetter sind meine Bikinis gekommen. Die habe ich bei Capshi bestellt, aber die zeige ich euch noch. Und ich habe online auf Amazon diese Ohrringe gekauft. Die zeige ich euch auch noch angezogen. Ja, und ich muss gleich noch einen Brief abschicken und noch was abholen, weil Hermes, ich habe euch doch erzählt, dass ich letztens von Hermes was
ein Paket erwartet habe und der meine Wohnung nicht ge oder mein Haus nicht gefunden, mein Haus, also unser Haus nicht gefunden hat und die Pizzeria hat er auch nicht gefunden und ich frage mich, warum man Augen im Kopf hat. Egal, auf jeden Fall habe ich, ist das Paket dann zurückgegangen und jetzt ist es nochmal geschickt worden und jetzt habe ich es umgeleitet auf eine Hermes-Packstation. Und das ist hier so ein Kiosk und da fahre ich gleich hin, weil es ist gestern angekommen und hole mir mein Paket ab. Und ich weiß nicht, ob ich euch verraten soll, was in dem Paket drin ist. Guck, Mama, ich weiß es noch nicht. Ich schäme mich nicht dafür. Ich meine, es ist legitim. Vor allem, wenn man keinen Partner hat. Braucht man sowas? Als Frau, Mutter, Single, wie auch immer. Ich glaube, ihr wisst jetzt Bescheid, was es ist. Ich weiß es nicht. Wollt ihr es sehen, dann kann ich euch das gerne mal zeigen. Aber wenn ihr das unangenehm findet, dann zeige ich es euch nicht. Und meine Haare sind wieder grau. Alle 2 Wochen. Ja, jetzt machen wir uns fertig. Und dann fahre ich, glaube ich, erstmal nach Action gleich. Ich nehme euch einfach mal mit. Boah, es ist so hell. Ja, ich mache jetzt ganz kurz mal die Scheibe hier sauber. Ich habe nämlich gerade Ortelschein drauf gesprüht, aber habe es nicht richtig abgemacht. Ja, hier, mach du, Alexander. Musst du dich hier drauf stellen, aber... Ja, hier festhalten. Mein Bein kommt hier hoch. Aus. Ja, und dann die Scheibe sauber machen. Aber nur da an der Ecke. Naja, jedenfalls wollte ich jetzt gerade vorhin einen Brief wegschicken, aber bei der Post, ja, bei der Post war voll die Schlange, bis draußen hin ganz lang und dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf, machst du morgen. Und dann habe ich noch mein Paket abgeholt, zeige ich euch nachher, was drin ist. Jetzt sind wir hier bei Action, ich war mir nicht sicher, ja, es reicht, ich war mir nicht sicher, ob Action offen hat, aber hat geöffnet. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwelche Spiele finden für draußen. Ja, ein Satz mit X, das war wohl nix. Also Action hat geöffnet, aber es sind nur die Gänge geöffnet, die der Grundversorgung dienen. Also man kommt nicht an Spielzeug, es ist alles mit so einer Plastikfolie abgeriegelt. Und ja, ich kann euch ja mal einen kleinen Auto-Haul drehen. Ich versuch's mal. So. Was habe ich gekauft von Action? Also das, was ich eigentlich nicht wollte, aber 2 Jenny Edelstahl-Topfreiniger. Das hier. Ich wollte nämlich die Küche jetzt auch Frühjahrsputzreif machen. Dann haben mir ganz viele hier diesen Putzstein empfohlen von Dr. Beckmann, den habe ich jetzt geholt bei Action. Dann haben wir uns was zu trinken gegönnt. Von Durstlöscher, Wassermelonengeschmack. Schmeckt sehr gut. 2 für Alexander, 2 für mich. Und ich habe Feuchttücher gefunden. Gab es ja bei Kaufland nicht, bei Metro auch nicht. Bei Action habe ich jetzt Feuchttücher gefunden. Da habe ich 2 Stück mitgenommen, weil ohne Feuchttücher geht gar nichts. Das war mein Einkauf. 7 Euro noch was. Ja, müssen wir aus dem Internet was holen jetzt. Frisbee. Ja, genau, also wir haben Frisbee hinten im Kofferraum. Jetzt werden wir mal irgendwo hinfahren und Frisbee spielen, weil... Ich wollte unbedingt Minigolf. Ja, Alexander wollte Minigolf, aber wir haben keinen Minigolfschläger. Der ist irgendwie abhanden gekommen. Wir haben nur die Bälle, die Golfbälle, aber ja, geht ja nicht. Ja, jetzt gucken wir mal, wo wir hinfahren und dann spielen wir ein bisschen Frisbee. So. Ich wollte euch auch mal zeigen, wie mein Auto wieder strahlt. So strahlend habe ich den lang nicht mehr gesehen. Oh, Frisbee kommt. So, wir sind jetzt hier auf einem Park und wir spielen Frisbee. Du bleibst hier stehen. Super.
Und dann einmal hier hochfahren, ne? Weil wir dürfen nicht auf der Straße. Ja. So, meine Lieben. Mach mal eben so meine Schlüssel. Ja. Ja, hier sind die Schlüssel. Wir waren Frisbee spielen, wir waren ein bisschen Hoverboard fahren. Nicht Alexander. Und danach sind wir zu meiner Mama gefahren, weil der alte Fernseher von ihr, sie wollte den Alexandro geben. Und haben wir jetzt gerade abgeholt, der ist hinten. Mein Gott, das klappt hier nicht. Ich nehme es mal eben in die Hand. Naja, ich erzähle euch gleich, weil ich bin hier gerade an der Tankstelle. Ich weiß gar nicht, wo ich zuletzt aufgenommen habe. Ich glaube, an der Tankstelle. Ja, ich habe noch getankt. Der Sprit war ganz günstig. 1,22. Und habe dann noch so, wie heißen die? Duftbäumchen habe ich noch zwei geholt. Einmal mit Kokosnuss, einmal mit Kirsche. Ja. Und wie gesagt, also ich habe von meiner Mama einen Fernseher geholt. Der ist noch im Auto. Den konnte ich jetzt nicht hochbringen, weil ich zu viele Tüten hatte. Und hier ist noch dieser Receiver, da dieses Free TV oder wie das heißt. Damit das bei Alexander im Fernseher im Zimmer reinkommt. Aber ich werde ihm das nicht zum Fernsehen gucken dran machen, sondern damit er da seine Nintendo dran machen kann. Und Wii oder was auch immer, damit er da spielen kann ab und zu. So, meine Lieben, ich weiß gar nicht, hier meine Mama hat hier noch was mitgegeben. Das sagte sie ist für meinen Geburtstag. Sie konnte mir nicht mehr holen, weil die Geschäfte geschlossen haben. Das hat sie für Alexander mitgegeben. Und ist hier noch drin? Lutscher. Okay. So, meine Lieben, es gibt so Abendessen, Kartoffelbrei mit Bockwurst. Und jetzt zeige ich euch mal, was in dem Paket drin ist. Abgeschickt von modeschmuck.de. Ja, ich habe ja vorhin schon was angedeutet und ich schäme mich nicht. Ich zeige euch einfach mal, was ich bestellt habe. Und zwar habe ich bei eis.de bestellt und es rappelt im Karton. Let the old be dead, let the shadows be mine.